Hallihallo! Nee. Na gut, ein Versuch war es wert, ne? Hallo! Heute kann ich euch zwei sehr coole Sachen vorstellen, und zwar einmal die Hello Autumn LE von Essence und ein paar neue Produkte der 2-Meter-Theke von Catrice. Nochmal danke, dass ich die Sachen bekommen habe. Am ersten Tag hatte ich das von Catrice bekommen, am nächsten Tag das von Essence, also ich weiß nicht wieso ich zweimal hintereinander etwas bekommen habe, aber fangen wir mit Catrice an. Und da muss ich auch sagen, ich finde die Sachen auch wirklich mega, was sie mir zugeschickt haben. Also da habe ich einmal die Absolute Matte Eyeshadow Palette und es sind einfach sehr matte Farben, oder was heißt sehr matte Farben, einfach matte Farben eben. Da gibt es eigentlich alle Farben, so von weiß bis dunkelbraun, und ich hatte bis jetzt noch keine Catrice Palette, aber ich muss sagen, die begeistert mich schon ziemlich. Dann habe ich hier zwei Sachen für die Augenbrauen, und zwar einmal den Brow Definer, und es ist ein Stift mit einer Filzstiftspitze, also das sieht aus wie ein Filzstift, kann man dann halt eben seine Augenbrauen nachziehen. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kann euch in Zukunft mal darüber berichten. Und der ist in der Farbe 030 Chocolate Brownie. Und dann habe ich hier das Fixing Brow Wax, und das ist einfach so ein Wachs, mit denen du deine Augenbrauen fixieren kannst. Dann habe ich hier drei Produkte aus der Velvet Finish Reihe, und zwar einmal das Velvet Finish Powder with Hyaluron. Ich weiß nicht, wie du das auf Englisch aussprichst. Und es ist einfach ein ganz normales Puder. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ich habe in letzter Zeit mir jetzt halt öfters mehr Sachen gekauft und deswegen kann ich immer nicht jeden Tag das ausprobieren. Aber naja, ich kann euch auch nochmal über das berichten, falls ihr das wollt. Das ist in der Farbe 020 Natural Velvet. Und davon habe ich dann noch den Concealer. Auf den bin ich richtig gespannt auch, weil ich bin voll der Concealer-Freak. Und der ist auch so ein Concealer mit Hyaluron. Und ja, den habe ich in der Farbe 010 Velvet Ivory. Und ich finde es auch immer richtig cool, dass sie mir genau meine Farben zuschicken. Also ich glaube, jeder kriegt die gleichen Farben. Aber es ist so, dass ich irgendwie immer meine Farben passend habe. Also keine Ahnung. Und dann die trage ich heute und ich finde sie mega geil. Also ich habe schon drei Catrice Foundations getestet von den neuen aus der 2-Meter-Theke. Aber die, muss ich sagen, ist die beste, und ich finde dieses Finish ist wirklich genau wie beschrieben, also so richtig so matt und eben, und ich weiß auch nicht, es ist nichts für jeden Tag, aber für so, was mir jetzt am besten einfällt, so erster Tag für die Schule gewesen oder halt wenn du ein Referat hast oder keine Ahnung, wo dich halt mehr Menschen anstarren, dann. Und das habe ich in der Farbe 010 Light Velvet wie der Concealer. Das nächste ist hier ein Lash-Applikator, also damit kannst du deine falschen Wimpern ankleben. Also ich benutze keine falschen Wimpern, aber was auch so cool ist, habe ich schon voll viel drüber gehört. Und zwar habe ich ein Illuminating Blush in der Farbe 020 Coral Me Maybe. Und es hat so ein schönes Teppichmuster oder Polstermuster eingestanzt. Und die Farbe ist wirklich richtig toll. Ich liebe diese Farbe, die ist super schön. Und ja. Was ich auch gerade trage, ist ein Lippenstift. Und zwar ist es einer von den Ultimate Stay Lippenstiften. Und zwar habe ich die Farbe 050 Move Your Lips. Das ist einfach so ein sehr, sehr, sehr schönes Nude. Und es passt sich auch voll gut meiner Lippenfarbe an. Ich habe einen Nagel meiner Oma geschenkt gestern. Aber hier habe ich noch zwei. Und zwar habe ich einen Intensify Your Color Nagellack. Und zwar trägst du den oben auf und dann wird deine Farbe intensiviert und strahlender gemacht und sowas. Und dann habe ich hier noch einen Million Styles Effect Top Coat. Der ist einfach so ganz viele kleine Glitzerchen drin. Und den trägt man einfach auch oben auf und hat viele Glitzer. Dann habe ich hier noch einen Vitamin Lip Treatment Lip Gloss in der Farbe. Ja, da schreibt man halt hier einfach mal keine Farbe mehr drauf, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es davon Farben gibt oder nicht. Hier steht nichts drauf. Und das ist einfach so ein pinker Lipgloss. Der kommt, glaube ich, auch in meine Verlosungskiste. Ich bin halt einfach null der Lipgloss-Mensch. Also so wirklich null. Dann machen wir weiter mit Essence. Und die Essence LE finde ich auch richtig cool. Mal echt was anderes. Also nicht so... Also ich finde sie richtig cool. Ich finde sie richtig, richtig cool. Also kann ich auch nur empfehlen. Fangen wir mit dem Color Adapting Powder Blush an. Das ist ein Rouge. Und das ist so hell. Man sieht es ja. Und dann ändert sich jetzt die Farbe auf den Wangen, also anders eure Wange ist. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Und dann wird es eben stärker pink oder weniger pink, und es kommt immer auf eure Wange drauf an. Also, aber ich sehe jetzt nicht den Mega-Effekt. Also es ist irgendwie so,
Also es kommt, finde ich, nicht an normales Blush dran. Aber ich finde die Idee an sich eigentlich richtig cool. Dann habe ich hier so Hair Ties. Die finde ich mega. Also die hätte ich mir auch so gekauft, denke ich. Und zwar sind die aus so einem Kuschelstoff. Und die haben eben kein Ende. Also, und die machen keine Falten in euer Haar. Und ja, die gibt es in so schönen Herbstfarben. Passt jetzt eigentlich auch ganz gut, ne? Und ja, die finde ich auch sehr cool. Dann habe ich hier ein Eyebrow Set. Das erinnert mich ein bisschen an Benefit, ehrlich gesagt. Und da gibt es eben eine dunklere Farbe, eine hellere Farbe. Und daneben ist eine Highlight-Farbe für euren Augenbrauenbogen. Bla bla bla. Ja. Und das habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil ich mir erst was gekauft habe für meine Augenbrauen. Weil es nicht gerade billig war, deswegen benutze ich das gerade. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es in meine Verlobungskiste tun soll. Gut, das werde ich ja irgendwann mal erfahren. Auf alle Fälle ist es in der Farbe 01 Leaves are the new beef. Wow. Dann habe ich hier noch zwei Thermo-Effekt-Nagellacke. Und zwar einmal in der Farbe 02 Meet My Pumpkin. Und wenn es kalt ist, wird es mehr rot. Und wenn es warm wird, wird es mehr orange auf eure Nägeln. Und dann habe ich noch die Farbe 05 Autumn in the City. Und wenn es kalt ist, wird es mehr so ins grünliche, khakifarbene. Und wenn es warm ist, wird es mehr so ins gelbe. Und das ist leider gar nicht so meine Farbe. Also, aber den werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Und dann habe ich die Lip Cream. Und das ist in der Farbe 1001 Beauty Fall Red. Und ja, das finde ich auch richtig geil. Ein Rot hatte ich auch noch nicht und da freue ich mich richtig drauf. Okay, jetzt kam gerade mein R richtig raus. Und dann habe ich noch die Farbe 1002 Keep Calm and Go for a Walk. Und das ist einfach so ein Nude. Also ich finde diese Lip Creams von Essence wirklich super gut. Also falls ihr sowas Cremiges, aber trotzdem satte Farbe sucht, dann schaut da mal vorbei. Und dann habe ich hier einen Eyeshadow Brush. Die Pinsel, also die Haare erinnern mich an das von der Naked Dry Palette. Das hat ein weiches Haar für einen präzisen Auftrag von losen oder gepressten Lidschatten. Tipp für einen intensiven Look. Gut. Und dann eines der coolsten Sachen am Schluss, schon wieder eine Lidschattenpalette. Also ich habe wirklich genug Lidschatten jetzt irgendwie. Irgendwie, ich habe das Gefühl, vor 3 Monaten hatte ich gar keinen Lidschatten. Dachte ich mir, mit was soll ich mir meine Augenlider vollschmieren? Aber jetzt habe ich irgendwie zu viel Lidschatten. Wie das sich verändern kann. Und das ist in der Farbe 01 Walk in the Park. Und da gibt es auch sehr, sehr coole Farben. Auch von hell ins dunkle, logischerweise. Und die sind aber glitzerig. Also ich habe da die perfekte Kombination bekommen von dem Catrice. Die sind matt und die sind hier glitzerig. Und ja, die Farben finde ich auch sehr, sehr schön. Das war jetzt die LE. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Schreibt mir unbedingt eure Videowünsche unten in die Kommentare, damit ich auch Videos machen kann, die euch gut gefallen. Wäre natürlich cool, wenn es irgendwas mit Herbst zu tun hat. Oder ihr könnt mir sogar auch schon Weihnachtswünsche geben, weil ich will dieses Jahr etwas eher damit anfangen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Velvet Finish Power. Dann habe ich hier noch einen Vitamin Lip Treatment. Papier ist immer sehr schön.